Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Papa Oki und Dingsbums. das ist jetzt der dritte Teil unserer Serie über den Mac Mini. Heute sind wir bei dem Thema, welches Zubehör wir euch empfehlen. Genau, Zubehör und Accessoires. Da der Mac Mini ja ziemlich spartanisch kommt in seiner Auslieferung, also außer dem Mac Mini und einem Stromkabel und einem fetten Aufkleber haben wir ja nichts drin gehabt. Das heißt, wir brauchen ja noch Tastatur, Maus, eventuell noch externe Peripherie. Und was da meiner Meinung nach sinnvoll ist und was auch bezahlbar ist, das erfahrt ihr hier. Seid gespannt! Dieses Video wird euch präsentiert vom Abonnieren-Button. Der ist kostenlos und tut nicht weh. Ja, der Mac Mini kommt ja mit weniger Anschlüssen als der alte Mac Mini mit Intel-Chip. Er hat ja unter anderem nur noch zwei USB 3.1 und zwei Thunderbolt-Anschlüsse, das war's. Ein Thunderbolt-Anschluss wird man wahrscheinlich für den Monitor brauchen, wenn man es nicht gerade am HDMI anschließt. Das heißt, man hat ein Thunderbolt und zwei USB 3.1-Anschlüsse. Da müssen wir was machen. Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass man sich so einen USB-Hub dazu kauft, der dann wieder mit einem Kabel am Tisch rumliegt. Oder auch für einen Kartenleser hat man schon zwei Geräte, wo rumliegen. Und da habe ich etwas Besseres gefunden. Und genau diese Dockingstation habe ich mir bestellt. Es handelt sich hierbei um die USB-C Dockingstation von AGB Tech mit der Möglichkeit, einer zusätzlichen Festplatte zu verbauen. Ihr verliert dabei zwar einen Thunderbolt-Anschluss an eurem Mac Mini, bekommt dafür aber zwei USB 3.0 und zwei USB 2.0-Anschlüsse sowie einen Micro-SD-Kartenleser und einen normalen SD-Kartenleser. Ein ausführliches Review erscheint zeitgleich mit diesem Video. Link hier in der Videobeschreibung. Also kauft euch das, wenn ihr mehrere Anschlüsse braucht. Ihr habt es sauber aufgeräumt, es ist vielleicht nicht gerade günstig. Wobei inzwischen kriegt es bei Amazon für 62 Euro. Ich weiß jetzt gar nicht, plus Importgebühr noch oder sind sie schon dabei? Ich verlinke es euch hier unten im Video, dann mit dem aktuellen Preis. Einen ähnlichen USB-C-Hub gibt es auch von Satechi. Dieser bietet aber wesentlich weniger zusätzliche Anschlüsse und hat keine Möglichkeit, eine weitere Festplatte einzubauen. Von der Konstruktion her ist er auch eher für die alten Mac Mini mit Intel-Chip. Die haben ja auch sowieso mehr Anschlüsse, da sie hier unten zusätzliche Lüftungsschlitze haben, um die wesentlich höhere Abwärme der Intel-Chips abtransportieren zu können. Das ist beim Mac Mini mit M1-Chip ja nicht mehr wichtig. Da springt der Lüfter ja nicht mal mehr an. Zumindest habe ich ihn noch nie gehört. Ja, ansonsten natürlich eine Tastatur. Ich persönlich habe ja die Logilink Tastatur für Final Cut. Die habe ich ja schon auf dem Hackintosh gehabt. Die will ich natürlich auch weiterhin benutzen. Für andere, die jetzt sagen, sie brauchen jetzt nicht unbedingt Videoschnitt-Tastatur, eine spezielle Videoschnitt-Tastatur, kann ich eine Tastatur von Sherry empfehlen. Es handelt sich hier um eine solide, kabelgebundene Tastatur in Silber und Weiß. Wir haben hier oben sogar Zusatztasten, unter anderem die CD-Auswurftaste, die man ja noch für die alten Mac Minis braucht. Die neuen gibt es ja schon lange keine mehr mit CD-Laufwerk, aber vielleicht hat ja noch jemand so einen alten, der könnte dann diese Tastatur verwenden. In der Tastatur ist eine Metallplatte, sodass die Tastatur echt richtig schwer, richtig satt auf dem Tisch liegt und somit auch nicht so leicht verrutscht. Die Tastatur hat ja Tasten von Sherry, die kennt man ja für ihre Sherry-Switches und hier hat sie eine neue Technik, die nennt sich SX-Scheren-Mechanik. Kann ich jetzt nicht mehr dazu sagen, ich weiß aber nur, dass sie wirklich exzellent und präzise tippt und auch noch leise ist. Und für gerade mal 40 Euro bekommt er hier ein kabelgebundenes Keyboard für den Mac, das echt top ist. Ansonsten, wer lieber kabellose Tastatur möchte, aber eben nicht die 149 Euro für das Magic Keyboard von Apple ausgeben will, der bekommt zum Beispiel von Satechi ein kabelloses Bluetooth Keyboard,
sogar mit numerischen Tasten und das für die Hälfte, also gerade mal 70 Euro. Das ist von der Verarbeitung auch sehr hochwertig und man kann bis zu 3 Devices koppeln. Also das heißt, ihr könnt zum Beispiel einen Mac Mini, ein MacBook und ein Surface oder ein Tablet via Bluetooth mit dem Ding verbinden und mit den 3 Tasten hier oben kann man dann bequem zwischen den Geräten umschalten. Die Tasten tippen sich ebenfalls sehr hochwertig und leise und wir haben hier oben alle Funktionstasten, die wir auch von einem MacBook kennen. Die Tastatur gibt es übrigens auch mit hintergrundbeleuchteten Tasten und kostet dann halt 10 Euro mehr, also 80 Euro. Das ist echt ein angenehmer Preis. Geladen wird das Keyboard via USB-C und erhältlich ist die Satechi ebenfalls in Space Grau und Silber, also passend zu den Mac Minis. Ach ja, eine Funktastatur habe ich auch noch verwendet und zwar diese Logitech mit Touchpad und allem. Hat jetzt auch einwandfrei funktioniert, da hat man ja den Dongle dazu, den steckt man ein, wird alles einwandfrei erkannt. Also auch das könnte man verwenden. Wer sagt, ich brauche das Ding ja eh bloß zum Surfen oder so, der hat hier natürlich ein Touchpad. Da oben so Cursor, mit denen kann man steuern. Dann hat man hier rechte und linke Maustaste. Also diese Tastatur ersetzt sowohl Maus als auch Tastatur, wenn man es jetzt zum Beispiel ja, nur zum irgendwo hinsetzt, den Mac Mini stehen hat und man möchte ein bisschen was rumsurfen und hat vielleicht den Mac Mini am Fernseher angeschlossen oder so, dann funktioniert auch diese Tastatur einwandfrei. Das ist eine Logitech K600. Ein Review dazu habe ich ja schon mal auf dem Kanal hier gemacht. Ich verlinke es euch unten in der Videobeschreibung. Als Maus, das ist auch, da mag jeder, hat jeder seine eigenen Wünsche. Ich habe selbst schon die Microsoft Surface Maus dran angeschlossen, die hat einwandfrei funktioniert. Und du hast dir ja eine schicke und günstige Maus von Logitech gekauft. Ja, das ist zwar keine Bluetooth, sondern eine Funkmaus, aber wer eine optisch besondere Maus auf seinem Schreibtisch haben möchte, der bekommt hier mit der Logitech M238 eine bunte Auswahl an Mäusen. Und das sind noch nicht alle Designs. Erstaunlicherweise reagiert sie sogar sehr gut und die Tasten haben einen angenehmen Klick. Nur das Rad in der Mitte wirkt ein wenig schwammig. Ich habe damit sogar schon Foto präzise bearbeitet, also ohne Probleme. Klar kommen die nicht an der Apple Magic Maus ran, aber zum normalen Arbeiten reicht sie und sie kostet halt nur 15 Euro. Allerdings ist es sehr klein und für große Hände eher ermüdend. Ja, was gibt es sonst noch weitere Peripherie, die man verwenden kann? Ach ja, und wer ein Trackpad braucht, kommt leider nicht an Apple vorbei und muss sich das silberne oder spacegraue Magic Trackpad 2 kaufen. Die Präzision und Funktionalität, die das Pad hat, habe ich nirgendwo anders gefunden. Das hat dann aber auch seinen Preis, denn da seid ihr mit 149 Euro dabei. Dafür bietet das Trackpad dann fast alle Funktionen, die man auch zum Beispiel vom Handy kennt. Man kann damit zum Beispiel auch bei Final Cut die Timeline mit dem Finger, also mit den 2 Fingern auf dem Trackpad zoomen. Also schon echt angenehmes Workflow mit dem Ding. Drucker und solche Sachen brauchen wir jetzt gar nicht drüber reden. Ich weiß jetzt zum Beispiel nur, dass die WLAN-Drucker von HP mit der Software sofort funktioniert haben auf Big Sur. Ich habe ein Office, irgend so ein Laserjet-Office-Gerät, wo scannen und alles kann, funktioniert einwandfrei. Ja, also das Wichtigste für mich ist wirklich diese Dockingstation und ansonsten Tastatur, Maus, das ist alles Geschmackssache. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht mehr. Mikrofon vielleicht noch. Mikrofon habe ich mehrere Sachen dran ausprobiert an dem Mac Mini. Ich habe ein Headset von Razer, das Kraken X, was wir auch mal hier im Kanal getestet haben. Installiert, funktioniert einwandfrei, sowohl Mikrofon als auch Sound. Dann habe ich ein Samsung Tischmikrofon angeschlossen, auch sofort erkannt und funktioniert einwandfrei. Ich habe ein Billig-Headset, dafür kommt der Test noch, für 15 Euro angeschlossen, funktioniert auch einwandfrei, eben auch über USB. Über die normalen Anschlüsse am Mac Mini, der Kopfhörerausgang, da habe ich den Sennheiser probiert, funktioniert auch einwandfrei.
Was auch funktioniert, ist eine Soundbar an den Mac Mini anzuschließen, also beziehungsweise via Bluetooth habe ich meine Canton DM5 drauf laufen lassen. Genialer Sound, wenn man mal einen Film schauen möchte. Ja, während ich das Video gemacht habe, muss ich noch einen Nachtrag zur Kompatibilität liefern. Derzeit habe ich nämlich massive Probleme mit meinen beiden Samsung-Monitoren, dem C43 und C49. Beide haben wir ja hier auf dem Kanal vorgestellt. Diese werden nämlich fast nie erkannt und ich muss immer den Thunderbolt-Anschluss herausziehen und wieder reinstecken. Auf Dauer geht es auf den Anschluss, also aufs Material vor dem Anschluss. Ob es da schon eine Lösung oder ob da eine Lösung kommen soll, weiß ich nicht. Das gleiche Problem habe ich aber ja auch mit dem Nuke 8 als Hackintosh. Auch da muss ich immer den Thunderbolt aus- und wieder anschließen. Wobei bei HDMI habe ich das gleiche Problem. Also außerdem hat es Apple immer noch nicht geschafft, weder auf HDMI noch auf Thunderbolt die volle Auflösung von meinem C49RG auszugeben. Der läuft nur mit 3840 auf 1080 statt der nativen 5120x1440. Ist echt sehr ärgerlich. Der kleine C43, da schafft er seine 3840x1200. Apple hat ja immer behauptet, es liegt beim Mac Mini an dem Intel Iris Chip, aber es stellt sich heraus, das liegt anscheinend an Apple und nicht an dem Intel Chip, denn hier ist ja der M1 verbaut. Ja, damit sind wir jetzt am Ende unserer dreiteiligen Serie über den Mac Mini. Uns würde jetzt eure Meinung interessieren. Was haltet ihr von dem Mac Mini, den Peripheriegeräten, die wir euch vorgestellt haben? Und wäre das Ganze auch was für euch oder eher nicht? Schreibt es doch unten in die Kommentare. Genau, und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch auch einen Daumen nach oben da und vielleicht auch ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Das würde uns helfen und ihr verpasst kein Video mehr von uns. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Und die Glocke. Bis bald!